Hallo und willkommen zu einer Runde Skill. Und ich muss ehrlich sagen, ich mache wieder Commentary statt Live-Moderation. Es ist eine kleine Runde Skill und wenn ich meine kleine, sind es gerade mal 4 Minuten und 11 Sekunden, in die ich geschafft habe zu spielen. Ich habe gedacht, komm, gehst auf eine Single-Map und das wird lustig. Ja, das war lustig. 4 Minuten, hab Spaß, hatte ich gehabt. Ja gut. Ich war nicht unbedingt gut drauf. Das seht ihr ja auch gerade im Hintergrund, dass ich echt... Ich habe echt gedacht, meine Herren, wohin zielst du denn? Das kann ja nicht sein. Ich habe mich innerlich auch tierisch aufgeregt. Aber, naja, gut, kann man ja nicht groß was ändern, oder? Ja, erstmal geht ein Gruß an Mrs. Games raus. Erstmal Glückwunsch zu deiner Abonnentenzahl. Freut mich, dass du das geschafft hast. Und ja, ich weiß ja nicht, ob ihr Freund auch YouTube macht oder sowas. Wenn nicht, was nicht ist, kann auch noch werden. Auf jeden Fall verdient Abonnentenzahl. Bis jetzt die Videos alle recht gut geworden. Und irgendwann, wenn sie ihr PC ja hat, kriegen wir es auch noch geschissen, dass wir zusammen ein Let's Play aufnehmen, was im Skillbereich herkommt. Ich hoffe nur nicht, dass ich da einen neuen Account machen muss, Mrs. Games, denn ich habe keine Lust, mich wieder einen Account zu machen, um in den Rookie-Channel reinzukommen, denn das ist ja doof. Ja, dann habe ich halt noch eine Information für euch. Ich hatte ja im Facebook geschrieben und mal gesagt, dass ich eine Zeichnerin habe, die für mich eine Zeichnung fertig macht. Und das hatte sie auch getan. Und wer mich so auf Facebook nicht so verfolgt, ich habe ja auch gesagt, dass ich dann irgendwann mal ein T-Shirt anbieten will oder werde zum Verkauf. Vorweg, es gibt jetzt die Möglichkeit, dieses T-Shirt zu kaufen. Ich habe es so berechnet für euch, das könnt ihr aber auch in jedem Fanshop selber nachrechnen, dass ihr versandkostenfrei die T-Shirts erhalten könnt und ich damit keinen Gewinn erziele. Ich möchte eigentlich, dass ihr die T-Shirts erhaltet und ich möchte auch keinen Gewinn damit haben. Es ist einfach aus dem Grunde, ihr tragt was von mir und es freut mich, wenn ihr was von mir tragt. Und, deswegen möchte ich da keinen Gewinn haben. Deswegen habe ich die T-Shirts bei 15 Euro beanschlagt. Im normalen Shop werdet ihr Fanshirts, ich nenne jetzt mal Namen Unge, nicht unter 20 Euro bekommen. Also nicht wirklich. Ja, gut, ich zeige euch auch das gute Stück mal. Das habe ich nämlich hier liegen. Ich hoffe, man kann das einigermaßen erkennen. Ist halt ein bisschen zerknittert jetzt, weil ich das hier in die Ecke gelegt habe. Aber das ist das T-Shirt. Ne? Also es sieht richtig, richtig geil aus. Und ich meine, für 15 Euro versandkostenfrei kann man da echt nichts meckern. Wer möchte, bis Ende des Monats habt ihr Zeit, mit mir eine Sammelbestellung zu machen. Dann werde ich mir dann Auftrag an meine Druckerei geben, weil es gibt keinen Online-Shop. Die Druckerei wollte von mir 500 Euro haben für diesen Online-Shop. Und dann habe ich mir doch gedacht, lass mich kurz überlegen. Nein. Also, für mich würde sich das nicht lohnen, wenn ich 1 Million Abonnenten hätte und 1 Million Leute sagen, hey, ich will unbedingt was haben, dann komme ich natürlich nicht hinterher, um das zu bestellen, abzuschicken. Das mache ich alles persönlich. Halt mit meinem Herz, mit Liebe und so. Ne, dann will ich ja nicht hinterher. Aber jetzt so bei der Abonnentenzahl ist das überschaulich und bei der Bestellung wahrscheinlich auch sehr überschaulich. Bis jetzt habe ich 4 Bestellungen reingekriegt. Und ja, gucken. Ihr seht auch jetzt schon meine Endcard. Das bedeutet auch das letzte Video. Und ich würde mich über ein Like, Abo freuen, Kommentar, ganz klar. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich euch alles, alles erdenklich Gute. Bestellt. Unten ist der Link zu Facebook, da wo ihr bestellen könnt. Das habe ich ganz vergessen. Facebook, ganz unten ist der Link in der Beschreibung. Ich bin raus, euer Elterus DK. Sagt tschüss.